Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Meine kleine Schwester, in Klammern 8, hat zum Geburtstag eine Murmelbahn geschenkt bekommen. Manchmal lasse ich, in Klammern 23, sie auch damit spielen. In Indien genießt man das Leben in vollen Zügen. Sekundenkleber trocknet gar nicht in einer Sekunde, außer er berührt die Haut. Die Idee, ich hole mir einen 3D-Drucker, drucke mir damit einen 3D-Drucker und hole mir mein Geld zurück. Echte Männer kacken im Stehen. Achso. Wer braucht schon einen Sixpack? Ich habe einen Triple Kin. Wurde eben bei Tempo 200 rechts von einem Mann mit Bartschneider überholt. So ein Raseur. 200? Neben dir fährt rechts einer lang und rasiert sich. Ich brauche keinen Wecker. Meine Katzen glauben jeden Morgen um 6 Uhr, dass sie am Verhungern sind. Du magst Bad Boys? Ich will nichts sagen, aber ich war gerade eben auf der Hüpfburg. Mit Schuhen. Ich musste eben herzlich lachen, als mein Chef sagte, ich strahle so eine Zufriedenheit aus. Wenn der nur wüsste. Alte Bauernregel. Wenn man dich aus dem Auto schweißt, dann war die Kurve wohl vereist. Gestern Abend der Wirt zu mir. Lebensmittel von den Glyphosat-Äckern servieren wir nur noch im Raucherzimmer. Man muss auch offen für Neues sein. Ich probiere gerade die dritte Flasche Riesling. Ich wüsste ja gerne mal, was passiert, wenn man bei der Bewerbung ehrlich wäre. Fleischtomaten ist nichts für verweichliche Veganer. Ich bin überhaupt nicht besitzergreifend. Ich nehme mir nur das, was ich will. Die Toilette wird als musikalischer Klangkörper vollkommen unterschätzt. Habe entschieden, den Protagonisten in meinem Buch sterben zu lassen. Das gibt meiner Autobiografie bestimmt eine dramatische Wendung. Feldgurken sind Salatgurken mit Noppen. Wer bitte braucht die? Wait. Feste in Polen. Du läufst zu Fuß hin und kommst mit zwei Fahrrädern zurück. Ich lasse mich nicht von dir demotivieren. Das tue ich sowieso schon von allein. Noch eine Steuer hier, eine da und dann leben wir wieder, um zu arbeiten. Dann bringe ich meiner Frau eine Gürtelrose mit nach Hause. War auch wieder nicht richtig. Bauernregel. Moment, ist das nicht etwas, das nur Frauen haben sollten? Eine Fernbeziehung kann sehr wohl funktionieren. Die vier müssen sich nur zu 100% vertrauen. Habe heute meine Oma besucht. Mein Kühlschrank ist jetzt wieder voll. Wozu soll ich denn noch mehr Mathe lernen? Bei der letzten Klausur hatte ich doch schon 5/4 der Fragen richtig. Ob Spitzensportlerinnen auch immer Spitzenhöschen tragen? Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!